Für mich ist das jedenfalls ein sehr freudiger Tag, ein positiver Tag. Das erste Mal, dass wir seit 2008, seit 2009 wieder unsere www.bremerhaven.de, unser Stadtportal, überarbeitet haben. Sie alle wissen, wie wichtig heute ein Portal auch für eine Stadtgemeinde ist. So, Herr Ehn hat zu mir gesagt, ich soll jetzt einfach mit der Maus auf irgendein Bild gehen und dann würde es losgehen. Also, Start für das neue Stadtportal. Und es passiert nichts. Doch, es kommt. Natürlich gleich als erstes auf den ersten Blick sieht, wir sind Fullscreen geworden, sagt man so schön. Also wir haben nicht mehr dieses schmale Layout, was auf alte Monitore ausgelegt ist, sondern wir haben natürlich ganz klar gesagt, die Zukunft sind große Monitore, wir haben viel Platz und wir wollen diesen Platz nutzen mit schönen Bildern. Deswegen finden wir auf der Startseite als auch in dem Bereich Tourismus und Freizeit große Bilder, die Appetit machen sollen. Ich gehe nochmal auf die Startseite. Wir haben hier eine Navigation, bestehend aus sechs Hauptnavigationspunkten. Die Navigation wurde komplett überarbeitet, thematisch als auch inhaltlich. Wir haben das in Form eines sogenannten Card-Sortings gemacht mit der Firma Inne zusammen, dass wir auch mit unbedarften Personen, die jetzt nicht einen eingefahrenen Blick aus dem Verwaltungsdenken haben oder aus dem touristischen Bereich, sondern die von außen kommen, vielleicht auch ganz anders denken, haben wir hinzugezogen und haben gesagt, Mensch, die Inhalte, die wir haben, unter welchen dieser sechs Menüpunkte könnte man sie denn verstecken? Oder wo würdet ihr sie erwarten? Wir haben zusätzlich zu dieser Hauptnavigation hier unten am Seitenende haben wir oben ein Mega-Menü versteckt. Ich hatte vorhin schon mal angedeutet, wir haben mit der jetzigen Seite einen Veranstaltungskalender auf der bremerhaven.de, zum Beispiel auf der Startseite in Form eines solchen Sliders, wo man über die nächsten 10 Tage sämtliche Top-Veranstaltungen aus Bremerhaven sich angucken kann. Oder eben über diesen Link alle Veranstaltungen, nicht nur die Bremerhavener Top-Veranstaltungen, sondern auch alle anderen. Jetzt haben wir eine ganz neue Suchmaschine etabliert, wo wir selber oder auch die Redakteure entscheiden können, wie wichtig ist ein Inhalt. Das heißt, ich kann einen gewissen Inhalt von der Relevanz nach oben ziehen und bekomme damit an diversen Stellen das gewünschte Ergebnis oder das vermeintliche gewünschte Ergebnis ganz oben angezeigt. Last but not least. Eine sehr schöne Funktion, wie ich finde, wir haben eine Vorlesefunktion jetzt mit eingebaut. Das ist auch ganz neu, dass im Prinzip ja, Mitbürger, die vielleicht nicht gut sehen können oder gar nicht sehen können oder auch einfach nur nicht lesen können, sich im Prinzip den Inhalt komplett vorlesen lassen können. Und das besteht auf jeder Content-Seite, die wir haben. Ich klicke auf den Vorlese-Button und die Seite wird im Prinzip vorgelesen. Zoo am Meer mit Nordsee-Aquarium. Ein Erlebnis für Groß und Klein. Ist eine schöne Funktion, finde ich. Wir sind gespannt, wie die User-Meinungen dazu sind, ob das Akzeptanz findet. Und damit würde ich jetzt auch meinen Vortrag erstmal beenden und freue mich auf Fragen. Wir wünschen uns ausdrücklich auch, dass die Bürgerinnen und Bürger diesen neuen Auftritt unseres Stadtportals kritisch würdigen, vielleicht auch noch wieder Verbesserungsvorschläge unterbreiten. Darüber würden wir uns freuen.